Wir werden jetzt 3 Tage auf die spannenden Foodtrends schauen und weiter auf Innovationen und auf das, was die Lebensmittel- und Getränkebranche beschäftigt. Und es geht direkt weiter mit dem nächsten Vortrag. Willkommen auf der Anuga, der größten Lebensmittelmesse der Welt. Ich bin hier in Köln im Studio. Wir haben Gäste für die Podiumsdiskussion im Rahmen des Organic Forum oder des Biosymposiums. Und wir haben ein spannendes Thema. Ich bin Bernward Geier, Aktivist in der Biobewegung seit 45 Jahren. Ich war viele Jahre Direktor des Weltdachverbands IFOM Organics International und ich habe die Freude und die Ehre, dieses Organic Symposium zu moderieren, die Veranstaltungen. Sie haben sich eingeloggt, weil Sie Interesse am Thema haben. Wie sieht das aus mit dem biologischen Landbau, seinem Entwicklungspotenzial im Kontext des Green Deal, der ja in aller Munde ist? Wir werden mehr über den Green Deal erfahren und natürlich mehr zur Verknüpfung mit dem biologischen Landbau. Ich werde unsere Gäste, die von verschiedenen Orten zugeschaltet sind, vorstellen in der Reihenfolge, wie sie ihren Impulsbeitrag geben. Und so ist es mir eine besondere Ehre und eine große Freude, Sarah hier auf dem Screen zu sehen und auch der Soundcheck hat geklappt. Sarah Wiener, Aktivistin, Köchin, Autorin, man kann gar nicht alles aufzählen, aber nicht nur neuerdings, sondern mittlerweile schon, denke ich, mit ein bisschen Routine, Mitglied des Europäischen Parlaments und zwar für die Grünen in Österreich. Und natürlich von daher prädestiniert, den Auftakt zu machen und uns einzuführen, wie der Green Deal aus der Sicht einer Parlamentarierin, einer Aktivistin einzuschätzen ist, wenn es um den biologischen Landbau geht. Sarah, wir freuen uns auf deinen Beitrag. Ja, vielen Dank, lieber Bernward. Guten Tag, guten Morgen an alle Zuhörenden und natürlich auch an meine Mitrednerinnen und Mitredner. Ich muss mich für meine Geräuschkulisse vielleicht entschuldigen. Ich bin in Wien und typischerweise in einem alten Wiener Kaffeehaus, weil ich nachher zum Zug muss. Und deswegen gibt es jetzt nicht die super Geräuschkulisse, aber ich hoffe, dass es in Ordnung ist. Ja. Das Thema ist die Entwicklung des Ökolandbaus und auch in Bezug auf den Green Deal. Ich bin Schattenberichterstatterin der Europäischen Grünen für die Farm-to-Fork-Strategie. Um kurz zu erklären, was das ist eine Strategie von der Kommission 2019 vorgestellt, um die ganze Lebensmittelkette in Fokus zu nehmen. Das heißt, von der Produktion, von der Urproduktion bis zum Verbraucher, vom Handel über Verpackungsmaterial, Kennzeichnungspflichten, Tierwohl und so weiter, Emissionsreduzierung. Das ist eigentlich großer Wurf, denn diese Gesamtheit, etwas einmal in der gesamten Kette zu betrachten, das gab es bisher noch nicht. Und deswegen bin ich sehr dankbar gewesen, dass ich die Schattenberichterstatterin bin. Das heißt, jeweils einer von jeder Fraktion verhandelt für die Fraktion mit den anderen Fraktionen die Meinung, die Position zu dieser Strategie, entwickelt dann, schreibt eine eigene Strategie. Das Gleiche macht der Rat. Und dann legt man diese drei sozusagen Farm-to-Fork-Strategien übereinander und dann gibt es nochmal Verhandlungen, um dann eine endgültige Papier oder einen Pakt zu haben. Ja, der größte Nachteil dieser Strategie ist erstmal, dass es eine Strategie ist und noch nicht gesetzliche Wirkung hat, aber aus dieser Strategie sollen in den nächsten 2-3 Jahren dann von jedem Artikel, von jedem Paragraphen gesetzliche Maßnahmen erwähnt werden oder also abbinden. Das wird also noch sehr, sehr spannend, denn diese Farm-to-Fork-Strategie ist ein Riesenpapier mit sehr vielen Artikeln und sehr vielen Unterpunkten. Und ein Punkt davon, von der Kommission vorgeschlagen ist, zum Beispiel, dass wir den Bio-Anbau bis 2030 um 25% erhöhen. Ja, wie schaut es überhaupt jetzt aus mit dem Bioanbau? Dazu muss man wissen, dass der Ökoanbau so ungefähr in den 20ern losgegangen ist und schon damals gab es eine Intensivierung der Landwirtschaft und einen Verlust von fruchtbaren Böden, von Schädlingsdruck, von Pflanzenkrankheiten, die man dann manchmal extrem gewaltsam und brutal und sehr giftig behandelt hat. Das wissen Sie noch alle, Sie erinnern sich an DDT und Aluminium, Schwermetalle wurden darauf gekippt. Also alles, was irgendwie Leben oder Lebewesen umgebracht hat, wurde erstmal ausprobiert, sehr wild.
Das war eigentlich die Geburtsstunde bei manchen Menschen, Einhalt zu gebieten und sagen, wir müssen vielleicht anders mit der Natur umgehen und wir müssen anders in der Natur stehen. Ja, dann gab es verschiedene Entwicklungsstufen. Sie wissen, einer der Väter der biologisch-dynamischen Anbau, Rudolf Steiner, hat dann seine Lehre darauf geschrieben, aber auch einige andere Bio-Pioniere. Und am Anfang ging es eher so um Fruchtfolge, um solche praktischen Anwendungen in der Landwirtschaft. Und nach und nach kam dann eben auch das Tierwohl in den Fokus, der Umweltschutz. Und jetzt ist es so, dass wir, wo wir gesehen haben in den letzten Jahrzehnten, ist der konventionelle Landwirtschaft immer, muss man sagen, immer ein größeres Desaster geworden. Wie wir gemerkt haben, gab es dann auch ab 1989 die erste staatliche Förderung für ökologische Bewirtschaftung. Das war interessant, weil es dadurch auch ökonomisch auf einmal dieses Modell attraktiver für viele gemacht hat. Ja, dennoch gibt es große Unterschiede in der EU. Vorreiter ist, glaube ich, tatsächlich, wenn man nach der Anzahl der Bauern geht, ist Liechtenstein. Aber das sind, glaube ich, nur irgendwie eine Handvoll Bauern, Biobauern. Ansonsten ernsthafter Vorreiter ist tatsächlich Österreich mit 25% Bio-Anbaufläche. Und das geht dann runter bis auf 1-2%. Also in anderen Ländern, Polen, da ist ökologische Bewirtschaftung noch nicht, sagen wir mal, freundlich, noch nicht so im Fokus oder noch nicht so in der Notwendigkeit. Heute wissen wir, dass wir Probleme haben, eine Herausforderung, die immens ist. Wir haben nicht nur ein Klimaproblem, sondern dieses Klimaproblem hängt eben auch mit den fruchtbaren Boden zusammen, mit unseren Emissionen überhaupt, die wir ausgasen, mit der Vergiftung, mit der Verlierung, Erosion der Boden, aber auch mit der Verseuchung von gesundem Wasser einhergehend, mit einem unglaublichen Tierleid, was wir bis an die Spitze getrieben haben und das auch schon bei der Züchtung anfängt, der Tiere. Ja, das wissen wir alles. Die Menschen, die einkaufen gehen, der Großteil möchte so nicht essen und möchte eine Transparenz haben, die auch nicht gewährleistet ist. Und deswegen muss man schon sagen, diese konventionelle Landwirtschaft, wie wir sie heute betreiben und dann noch im Welthandel, ist eine absolute Marktfehlleistung. Denn Menschen möchten tatsächlich etwas anderes, sind aber auch oft, auch wenn sie denken, sie sind es nicht, informiert. Das Spannende jetzt ist, ich habe ja nur ein paar Minuten, um das kurz anzusprechen, ist, bei der Farm to Fork versucht man jetzt, die schlimmsten Sünden einzufangen, zum Beispiel durch eine Nährwertkennzeichnung. Da möchte ich aber anmerken, das ist für mich persönlich wobei wir das natürlich begrüßen, ein Desaster, dass ich habe gekämpft auch für einen Verarbeitungsgrad der Lebensmittel, also tatsächlich für ein Qualitätsmesskriterium, was man aus der Mikrobiomforschung nun weiß, dass es sehr wichtig ist, wie stark Nahrungsmittel verarbeitet sind, zum Beispiel durch das NOVAS-System von der FAO, das könnte man mit dem Nutri-Score verbinden. Das hat keinen Eingang bis jetzt gefunden, was ich sehr bedauere, weil eine Nährwertkennzeichnung, die sich nur auf Salz, Zucker, Transfette vergleichend mit anderen Gruppen bezieht es ein bisschen wenig. Was wir aber auch in der Farm to Fork zu haben, ist eine Herkunftskennzeichnung, auch für verarbeitete Nahrungsmittel. Wir haben eine Reduktion von 50% Antibiotika, eine Reduktion von 50% Pestiziden. Aber das ursprüngliche, von der Kommission angedachte 25% Landwirtschaft ist in der Parlamentsversion, die jetzt Mitte Oktober im Parlament im Plenum abgestimmt werden ist, nicht so vorhanden. Mal sehen, was also gesetzlich dann Sache sein wird. Es gibt sehr, sehr viele gute Punkte wie Tierwohl, obwohl man auch hier sein muss, dass ich ja besonders persönlich für EU-Mindestrichtlinien für Puten kämpfe, die es noch nicht gibt, ebenso wenig für Fische und Kaninchen. Da hat die Kommission gesagt, vor 2023 wird sie dafür keine Zeit haben. Also es gibt sehr, sehr viel Gutes, aber es gibt auch sehr, sehr vieles noch zu machen. Zumal wir wissen, dass von 2012 bis 2018 der Bio-Lebensmittel, also der Umsatz um 80% gestiegen ist, dass auch gerade in der Covid-Krise Hofläden und regionale Bio-Geschäfte, unmittelbare kleine Produzenten sehr profitiert haben. Ich habe selber einen Bio-Bauernhof, ich weiß, wovon ich rede. Menschen möchten wieder sich verbinden, möchten gesund essen, möchten wissen, was sie essen. Es gibt sehr, sehr viel zu sagen.
Das werde ich in diesen paar Minuten nicht schaffen, zumal wir auch ein paar Minuten später angefangen haben. Das große Desaster von der doch ambitionierten Farm-to-Fork-Strategie ist aber ein anderes, nämlich die Nicht-Kompatibilität mit der GAP, mit der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik. Das ist eigentlich das Desaster. Also man kann nicht eigentlich einerseits die GAP, die Säule der Agrarwirtschaft in Europa, die schwerst subventioniert sind, ein Drittel aller EU-Gelder gehen in diese GAP, nicht ökologisch und nicht nachhaltig gestalten, wie man auch weiß durch den Rechnungshof. Weder gibt es einen wirklichen Wasserschutz, eine Effizienz dazu, noch gibt es eine Klimaeindämmung, die irgendetwas gebracht hat, obwohl da in der letzten Periode 100 Milliarden Euro für Klimaschutz eingeflossen sind. Das ist ein großes Versagen. Ich weiß aber, dass Martin Häusling, mein Kollege aus der Grünen Fraktion und der auch der die Öko-Verordnung mitverhandelt hat, sicher etwas dazu sagen wird. Deswegen möchte ich das jetzt nur kurz ansprechen, dass also diese Strategien und diese GAP mit der Farm-to-Fork so überhaupt nicht zustande geht. Aber ich weiß, wir werden nicht aufgeben, es gibt noch viel zu tun, wir sind dabei zu tun und ich glaube, dass die Gesellschaft mittlerweile weiß, dass wir eine andere Art von Landwirtschaft brauchen und zwar eine ökologische, weil wir sonst nicht mehr sein werden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Sarah, für diese Einschätzung, auch aus der Brüsseler Perspektive. Du hast schon ganz viele wichtige Punkte angesprochen. Ganz sicher wird uns in dieser Runde das Thema GAP und der Widerspruch, den du schon aufgedeckt hast, noch beschäftigen. Ich bin sicher, die anderen Podiumsteilnehmer bzw. Teilnehmerinnen werden darauf eingehen. Und das erhoffe ich mir natürlich auch von unserem nächsten Redner, Herrn Professor Horst Lang von Globus im Lebenseinzelmittelhandel aktiv. Ich nehme an, Sie sind vom Saarland zugeschaltet. Globus ist nicht einer der ganz großen hier in Deutschland, aber sehr engagiert in den osteuropäischen Ländern. Ich habe einen Globus in Moskau gesehen. Jetzt wäre es spannend, Herr Lang, wenn Sie auch ein bisschen schon aufgreifen, was Sarah gesagt hat. Die Einschätzung, wie sieht denn der Handel die Entwicklung? Begrüßen Sie diese ambitionierte Zielsetzung? Sehen Sie auch den Widerspruch zwischen GAP und dem, was der Green Deal bzw. speziell die Farm-to-Fork oder bei uns heißt es vom Feld zum Teller Strategie. Willkommen und wir freuen uns auf Ihren Beitrag. Also von meiner Seite auch einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, hier auch ein paar Worte zu diesem Thema aus der Sicht des Einzelhandels zu geben. Vielleicht noch ganz kurz, wir sind in Deutschland sicherlich nicht einer der größten, können wir aber auch stolz drauf sein. Wir sind ein Familienunternehmen, die sich als produzierender Einzelhändler auch in dem deutschen Markt bewegt und somit auch grundsätzlich immer einen sehr engen Kontakt in die landwirtschaftlichen Produktionen auch haben. Jetzt geht es hier auch um das Thema Green Deal. Green Deal ist natürlich zunächst einmal eine politische Aussage, die aus zwei Worten bestehen, die sich alleine für sich sprechen. Man möchte es mit der Begrifflichkeit Green schön machen und mit Deal kommt es natürlich auch zur klaren Konfrontation zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten der EU, wozu das einzelne Land bereit sein wird, sich zu engagieren. Grundsätzlich ist der Green Deal oder die Inhalte, die dort jetzt vorgetragen werden, in der Vielseitigkeit von sehr, sehr großer Bedeutung für die Zukunft, für Europa und natürlich auch für unseren Planeten. Auf der anderen Seite muss man auch aufpassen, dass aufgrund der Situation der EU Geschwindigkeiten vorgegeben werden, die dazu natürlich auch leicht einen Beitrag leisten können, schnelle Fehlentscheidungen zu treffen. Deswegen sollte man hier mit Bedacht vorgehen und vor allen Dingen sollte man hier auch die Chancen sehen für bestimmte Marktbereiche, wie zum Beispiel die ökologische Landwirtschaft, die Vorteile gerade mit dem Ziel der Reduktion des CO2-Ausstoßes ganz klar zu unterstützen. Aber wir dürfen nicht vergessen, Landwirtschaft ist ein Teil des Ganzen
Und das wird halt auch die Fragestellung über die ganze Konzeption dieses Green Deals in der Zukunft begleiten. Wir haben gerade vor wenigen Tagen die Folgenabschätzung in der Anfangsphase von der EU lesen können. Und wir haben natürlich dort auch Punkte, die uns nachdenklich stimmen. Wenn wir in den nächsten 10 Jahren 1 Billion Euro investieren sollen, muss man sich fragen nach dieser schlimmen Pandemie, die wir oder noch aktuell existieren, Pandemie, haben wir natürlich nicht diese Geldbeträge überall so einfach zur Verfügung. Deswegen umso mehr ist es wichtig, hier intelligente und wirklich nachhaltige Wege einzuschlagen, um halt auch die Ziele für 2030 und 2050 zu erreichen. Und hier muss man in meinen Augen die Verantwortung der einzelnen Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft, Agrarwirtschaft, auch Einzelhandel wirklich einfordern. Und wir müssen uns Mühe geben, die Wege von Farm to Fork transparenter zu gestalten, mit dem Ziel auch, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Wo ich natürlich auch immer wieder auch bei dem Green Deal Probleme sehe, ist den Eingriff in Rezepturen von Lebensmitteln, weil wir können nicht einen massiven Einfluss auf die kulturellen Einflüsse der einzelnen Geschmäcker, sei es national wie international, einfach ignorieren. Und hierbei spielt natürlich Salz und auch Zucker eine wichtige Rolle. Und das ist ein Weg, den wir alle suchen müssen, wie wir damit moderat umgehen können. Die ökologische Landwirtschaft hat hier eine herausragende Rolle. Sie hat die Möglichkeit, relativ schnell einen sehr, sehr großen Beitrag leisten zu können, wenn man ihr die Chance gibt, sich auch entsprechend in der Vermarktung stärker zu etablieren, um somit natürlich auch diese Wege finanziell mit unterstützen zu können. Die Frage, die sich grundsätzlich für mich stellt, ist natürlich, wie können wir diesen Herausforderungen begegnen und wie kann die Strategie, die in der Vielfältigkeit existiert, gerade bei Green Deal jetzt, wirklich fokussiert werden, um auch die SDGs der FAO zukünftig mit einbeziehen zu können. Und ich glaube, hier sollte man nicht ideologisch geprägt, sondern mit sachlichem Verstand und mit viel Wille und wissenschaftlichem Know-how die Schritte in die richtige Richtung leiten. Und ich freue mich eigentlich zu diesem Thema in der Diskussion. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Wir konnten vernehmen, ein klares Plädoyer, auch der Lebensmittelhandel, der Einzelhandel, der sogenannte konventionelle, begrüßt die Zielsetzung, begrüßt den Weg, den die EU mit Green Deal und Farm to Fork eingeschlagen hat. An der Stelle der Hinweis, ich habe lange im Saarland gelebt, Globus war mit einer der ersten, die eine eigene Biomarke hatten und mit einem sehr beachtlichen Sortiment in den 90er, Anfang der 90er Jahre eingestiegen ist. Da sind jetzt mittlerweile alle dabei und die Rolle des LEH ist wichtig und deswegen ist es gut, dass wir sie dabei haben, denn mit Abstand die meisten Bioprodukte werden im Lebensmitteleinzelhandel gehandelt. Marktführer in Deutschland ist ein allseits bekannter Discounter namens Aldi. Das ist für mich der Übergang und der Wechsel und ich darf an der Stelle ganz herzlich Tina Andres begrüßen und vielleicht schon beglückwünschen. Sie haben eine große Verantwortung übernommen. Sie wurden zur neuen Vorsitzenden des Bundesverbands Ökologische Landwirtschaft gewählt. Sie werden am 11.11., das hört man in Köln sehr gerne, das Amt übernehmen von Felix Prinz Löwenstein. Sie kommen aus der Biobranche und haben sicherlich ein enges Auge auf die politische Lage und von Ihnen erhoffe ich mir ein bisschen. In Deutschland war die Kritik ja sehr laut, auch die vom BLW, sehr laut an dem Widerspruch zwischen dem, was GAP
wie Sarah Wiener es bereits beschrieben hat, ausdrückt und dem, was eigentlich Farm to Fork möchte. Ich bin sicher, das wird in Ihrem Beitrag mit auftauchen. Wir freuen uns sehr. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, mein Ton funktioniert. Ja, ja, prima. Klingt so, ich höre eine kleine Rückkopplung. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Tina Andrich, das sagten Sie schon. Ich bin quasi ein Bio-Urgestein, Biologe in meiner Ausbildung her und tatsächlich jetzt so etwas wie Bio-Fachhändlerin. Ich bin geschäftsführende Vorständin einer Genossenschaft, die Farm to Fork seit 30 Jahren gibt. Wir vermarkten die Produkte von 30 Mitgliedsbetrieben aus der Eckenregion um Lübeck herum, direkt über unsere Läden, zahlen faire Preise entlang der Lieferkette. Wir sind so regional, wie man es sich nur wünschen könnte, regionaler Nahversorger. Und wir wissen, was Bauern brauchen. Wir wissen aber auch, was es an Verarbeitungsstrukturen braucht und an gesunden Handel. Und damit würde ich eigentlich gleich den Einstieg nehmen. Was braucht es denn zur Zielerreichung 25% Ökolandbau in 2030? Zunächst einmal bin ich froh, dass inzwischen gesellschaftlich das Thema Ernährungswende oder Transformation der Ernährungswirtschaft den Stellenwert bekommt, den es braucht. Denn es ist ja nicht irrelevant. Wir tragen in dieser Branche bis zu 30% zum Klimawandel bei. Es ist dringend Zeit, dass erkannt wird, dass es dort einen Handlungsbedarf gibt und dass diese Zielsetzung der EU gesetzt ist und tatsächlich Dinge in den Ländern in Bewegung bringt, ist fraglos. Wie es das tut, ist natürlich wirklich der Knackpunkt. Sowohl auf EU-Ebene als auch auf Bundesebene braucht es in der Umsetzung einfach eine große, kohärente Politik. Und zwar nicht nur eine Agrar- und Ernährungspolitik, sondern eben auch eine Bildungs- und Forschungspolitik, eine Gesundheits- und Sozialpolitik und nicht zuletzt eine Umweltpolitik. Denn an all diese Bereichen spielen wir. Wir haben die Ernährungswirtschaft hat einen unglaublichen Auswirkung auf den Klimawandel, auf die anstehenden Fragen. Wir müssen diesen ganzen Sektor maßgeblich transformieren. Und wir sehen tatsächlich auch, Frau Wiener hat das schon angesprochen, die Gesellschaft überholt uns eigentlich in diesem Ansicht. Verbraucher wollen schon längst eine andere Ernährungswirtschaft. Junge Leute antworten auf die Frage nach artgerechter Tierhaltung mit: In unserer Generation ist schon keiner mit Fleisch. Was wollt ihr eigentlich? Es zeigt deutlich, dass da ein Handlungsdruck ist, den wir gut bedienen müssen. Und es ist eine große Herausforderung, das zu tun. Aktuell reicht der Umbau in der GAP-Förderung absolut nicht aus, um dieses Ziel zu erreichen. Wir müssen dringend weg von einer flächengebundenen Förderung. Und die ersten zaghaften Ansätze, gerade in Deutschland, gehen vollkommen in die falsche Richtung, wenn tatsächlich die Förderung für die Ökobetriebe mit den aktuellen Erlassen und Vorstellung der Ökoschemes eine Minderung der Ökoförderung herbeiführen. Und das ist aktuell tatsächlich der Fall. Das muss dringend nachverhandelt werden. Auch da sind wir dran. Überhaupt ist es überraschend, dass in den nationalen Zielsetzungen der Politik immer noch nicht wahrgenommen wird, dass ökologische Landwirtschaft und ökologische Lebensmittelwirtschaft, das möchte ich ganz deutlich betonen, tatsächlich eine Blaupause für ein anderes Wirtschaftssystem anbietet, das 30 Jahre lang oder 40 Jahre lang bewiesen hat, dass solches Wirtschaften funktioniert, und zwar ohne maßgebliche politische Förderung. Was könnten wir erreichen, wenn wir Forschungsgelder umpolen würden auf tatsächlich ökologische Landwirtschaftsforschung und nicht auf irgendeinen integrierten landwirtschaftlichen Ansatz, der die eigentlichen Ziele verfehlt? Ein bisschen mehr neue Gentechnik und ein bisschen mehr veränderte technologische Verfahren machen noch keine ökologische Transformation der Lebensmittelwirtschaft. Das muss man ganz klar als Zielvorgabe einfordern und nachfordern. Globalen Schäden dieser fehlgesteuerten Lebensmittelwirtschaft sind einfach verheerend. Wir haben Artensterben, wir haben den Rückgang der Biomasse, wir haben CO2-Emissionen in ungeahnten Ausmaßes oder eine Ressourcenvernichtung. Wir haben wahnsinnige Folgekosten im Gesundheitssektor der falschen Ernährung. Das heißt, wir müssen tatsächlich auch ganz früh ansetzen. Wir brauchen eine integrierte Ernährungsbildung, quasi vom Kindergarten an über die Schulen bis in die Hochschulen. Denn Verbraucher wissen teilweise nicht mal mehr, wie richtige Ernährung eigentlich funktioniert und wie sie schmeckt. Ich weiß das sehr genau.
Immer wieder kommen verwirrte Menschen in unsere Läden, die mit irgendwelchen ernährungsbedingten Folgeschäden zu kämpfen haben und die nicht mal mehr in der Lage sind zu kochen, geschweige denn dann erst oder dann glücklicherweise irgendwann mal den Unterschied zwischen einem hochverarbeiteten Produkt und originären Lebensmitteln kennenlernen, auch deren den wohltuenden gesundheitlichen Aspekt. Das heißt, wir brauchen nicht nur eine gute Förderung der ökologischen Landwirtschaft, sondern wir brauchen auch gute, diversifiziert entwickelte Absatzmärkte. Wir brauchen eine Förderung des verarbeitenden Mittelstandes. Denn hier werden genau solche Werte hergestellt wie in der Landwirtschaft selbst. Wir bilden aus, wir schaffen Beschäftigung, sinnvolle Beschäftigung im ländlichen Raum. Es ist eine Kultur, die sich um die ökologische Lebensmittelwirtschaft herum entwickelt hat, die wir dringender als je zuvor brauchen. Auch das hat die Corona-Krise gezeigt. Den Zulauf, den wir als Ernährungssystem hatten, als transparentes, vertrauenswürdiges Ernährungssystem hatten, in dieser Zeit mit Frau Wiener vorhin auch schon erwähnt. Wir brauchen eine sinnvolle Entwicklung des gesamten großen Marktes der Außerhausernährung. Wir brauchen einen Fokus in der öffentlichen Ernährung auf das Thema Gesundheit, auf das Thema ökologische Herkunft. Nicht nur ein bisschen punktuelle Förderung hier und da. Es gibt Länder, die das bravourös vormachen, wie 90% Bio in der Außerhaus- und Kantinenverpflegung funktionieren kann. All das setzt Maßstäbe dafür, was Verbraucher nachfragen. Wir brauchen einen Push- und Pull-Effekt, damit Bio großflächig funktionieren kann und tatsächlich zu dem Systemansatz werden kann, der uns möglicherweise endlich Wirtschaften in planetaren Grenzen bescheren kann. Nun ja, ich glaube, ich habe viel gesagt, was vorhin auch schon angeklungen ist. Dennoch lassen Sie mich noch etwas dazu sagen. Die Bio-Bewegung ist gefragt, heißt im Eingangstext. Ja, sicher, wir sind gefragt und wir dürfen uns jetzt nicht das Heft aus der Hand nehmen lassen, denn wir haben in jahrzehntelangen Vorarbeiten wirklich gezeigt, dass die Bio-Bewegung, Erzeuger, Verarbeiter und Handel eine Blaupause für ein anderes System tatsächlich ohne Förderung hinkriegen. Insofern ist es jetzt Zeit, dass das politische System diese Leistungen wahrnimmt und über eine Politik der Internalisierung externer Kosten tatsächlich Wirtschaften in planetaren Grenzen lohnt, auch für die Kunden, die jeden Tag mit ihrer Kaufentscheidung tatsächlich ein Produkt dreifach bezahlen, den erhöhten Biopreis an der Kasse und dazu dann noch durch ihre Steuergelder über die GAP, die Folgekosten der Klimaschäden, einen Importpreis mit. Es muss sich lohnen können, nachhaltig zu wirtschaften, und dazu braucht es auch Instrumente der Steuer- und Wirtschaftspolitik, nachhaltige Unternehmen zu stützen, zu fördern und diesen Weg gangbar zu machen für ein. So viel vielleicht an dieser Stelle von mir. Noch ein ganz kurzer Hinweis vielleicht. Vorhin wurde, sagt Professor Lang, woher soll das Geld kommen? Ich kann Ihnen das nicht im Einzelnen beantworten. Dazu, glaube ich, fehlen uns die Einsichten in die wirklichen Finanzreserven. Gewundert habe ich mich, wo das Geld herkam, um die Folgen, die dramatischen Auswirkungen von Corona plötzlich aufzufangen. Das wäre Geld gewesen, das wir sehr gut für die Eindämmung der Folgen des Klimawandels hätten gebrauchen können. Und Corona ist letztlich nichts anderes als ein Vorbote der furchtbaren Folgen, die der Klimawandel für unsere Gesellschaft haben wird, denke ich. Aber die ZKL, die Zukunftskommission Landwirtschaft, die in Deutschland für nicht ganz wenig Aufsehen gekriegt hat oder gesorgt hat, vielmehr, in der die NGOs, die Umwelt-NGOs, der Bauernverband und eigentlich sämtliche Stakeholder der Ernährungswirtschaft zusammengearbeitet haben, hat deutlich festgestellt, der Umbau wird teuer, nichts zu tun, wird unendlich viel teurer. Und das können wir uns nicht leisten im Sinne der nächsten Generation. Ich danke Ihnen. Ja, vielen Dank. Der Beitrag hat gezeigt, wir bewegen uns im breiten Themenfeld. Da ist praktisch alles drin, was uns beschäftigt, die Ökokatastrophen, aber auch die Lösungen. Und der biologische Landbau bietet, haben wir gehört, sehr, sehr viele Lösungen. Können wir sicherlich noch das eine oder andere jetzt aufgreifen. Ich habe so viele Stichworte notiert, die gefallen sind, dass wir jetzt locker 2 Stunden, ich glaube, uns sehr angenehm unterhalten könnten. Aber wir wollen fokussiert sein. Deswegen werde ich mich auf 2, 3 konzentrieren, damit wir ein bisschen in die Tiefe gehen können.
können. Mein Wunsch wäre, möglichst kurze Antworten zu geben, dass wir schön in der Interaktion, im Austausch bleiben. Ich möchte als erstes ein Thema rausgreifen. Ja, ganz wichtig ist natürlich das Thema Klima. Und Green Deal geht ganz, ganz viel um Klima. Da sind wir aber relativ bekannt. Ich nehme auch an, unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind da recht bewandert und sehen die Zusammenhänge zwischen Klima, Klimakatastrophe, Verursacher, wir haben die Zahlen schon gehört, und dem, was der biologische Landbau hier anzubieten kann. Ich würde gern ein Thema rausgreifen, das euch alle beschäftigt, das weiß ich, und das die Gesellschaft sehr beschäftigt und weil es auch einen aktuellen Anlass gibt. Pestizide. Pestizide ist ein Schlüsselproblem und da bietet der biologische Landbau ganz, ganz viel im Angebot. Ich sage deswegen aktueller Anlass, weil gerade haben wir es geschafft und ein Schulterklopfen an alle Aktivisten, eine europäische Bürgerinitiative erfolgreich zu beenden, die letztendlich den kompletten Ausstieg aus der Pestizidwelt wollte. Wir haben gehört 50%, bis 35% sogar 80%, da ist die EU schon ganz fortschrittlich unterwegs. Toll, wenn wir es schaffen. Aber es scheint so, von den Menschen, von den Verbrauchern, wird noch mehr gewünscht. Die EBI ist durchgegangen, nur zur Einschätzung. Es gab bislang 108 EBI-Versuche oder Ansätze, Kampagnen. Nur 8 haben es geschafft, 1 Million Unterschriften zusammenzubringen oder das Quorum in den Ländern. Ihr seid alle in dem Gebiet sehr stark unterwegs. Und wie schätzt ihr das ein? Ist das realistisch, dass wir quasi ein Phase-out von Pestizid haben? Denn in der Schlussfolgerung ist das ja schon fast die halbe Miete, an das ganz große Visionsziel zu denken, 100% Biolandbau. Vielleicht einmal die Runde in der Reihenfolge, wie wir die Beiträge hatten. Da würde ich zuerst die Sarah bitten. Ja, danke, Bernie. Also da gibt es wirklich sehr viel zu sagen. Pestizid-Fade-out, wie du das nennst, muss es geben. Denn wir sehen ja im ökologischen Landbau, dass es komplett ohne geht, ohne synthetische Pestizide. Also warum dann nicht gleich verzichten? Denn wir wissen, dass dieser Pestizideinsatz nicht nur fruchtbaren Boden zerstört und das Mikrobiom vom Boden, sondern auch unser eigenes Mikrobiom in unserem eigenen Darm, was ja noch viel spannender ist. Also das, was im Mikrokosmos an Schaden generiert wird, ist tatsächlich eine Abbildung, ein Spiegel von allen anderen Welten. Deswegen kann man auch Pestizide nicht einzeln sehen. Wir müssen, wenn wir über Pestizide reden, natürlich auch über Mineraldünger und diese Desaster der Zerstörung von wichtigen Pilzen im Boden, die das Bodenleben stabilisieren und aufrechterhalten. Wir müssen dann bei Pestiziden aber eben auch über Luftkontamination und über Wasserverschmutzung reden. Wir müssen darüber reden, dass sich Umweltgifte in jeder Muttermilch nachweisen lassen, in jeder Urinprobe. Ich habe das selber gemacht, obwohl ich mich fast nur ökologisch ernähre. Das sind sehr, sehr wichtige Dinge, die aber dann auch mit der Zucht und mit den Rassen und mit den Sorten zu tun haben. Wir haben ja ein System entwickelt, wo wir schon degenerative, unfruchtbare und kranke und deformierte Rassen und Sorten gezüchtet haben, die sich ja sowieso nur noch aufrechterhalten können, obwohl sie krank sind, aber Leistung bringen können, eben mit Pestiziden und mit Mineraldünger. Insofern müssen wir das ganze System anders denken. Wir müssen tatsächlich mit der Lehre und mit der Forschung anfangen. Das ist extrem wichtig. Wir brauchen wieder ein Gleichgewicht dadurch, dass die Menschen wissen, was sie über ihnen überhaupt zur Verfügung steht. Deswegen ist die Forschung auch so wichtig. Und wir müssen auch wieder zu einem ganz anderen System kommen. Also nur weniger Pestizide, das wird nicht hinhauen. Und das ist ganz spannend, weil Bayer und Co. jetzt denken, okay, das haut nicht hin. Jetzt wissen alle, wir vergiften die Umwelt, wir vergiften die Mitwelt, wir vergiften uns selber. Also machen wir jetzt gezielte Einsätze von Pestiziden. Und zwar wiederum, das ist ja auch so spannend, mit monopolisierter, patentierter Software und Hardware für die Landwirtschaftsmaschinen. Also ein nächstes Design. Warum lassen wir jetzt nicht einfach mal die Natur dran? Warum beruhen wir uns nicht auf eine Weisheit, auf ein Wissen, das 1 Million Jahre alt ist, immer funktioniert hat, immer die beste Lösung gefunden hat und dann auch noch das günstigste ist und eine tatsächliche Kreislaufwirtschaft? Ja, wunderbarer Appell, die Natur wirken zu lassen, denn die Natur hat immer recht, das wissen wir. Und wenn wir das nicht akzeptieren, zahlen wir den Preis, das sehen wir am Thema Klima. Herr Lang, wenn Sie Ihren Beitrag bringen, da würde mich eine Frage interessieren, wenn ich Ihnen damit was auf den Weg geben dürfte. Wenn wir es tatsächlich schaffen,
50%, 80% auf Sicht vielleicht einen kompletten Ausstieg aus der Pestizidlandwirtschaft, dann sind ja die Unterschiede zu Bio nicht mehr sehr groß. Zumal eine der Hauptmotivationen oder die Hauptmotivation der Verbraucherinnen ist, ich sag's mal jetzt ein bisschen flapsig, oder gesund in den Himmel zu kommen. Also die Angst vor Schadstoffen und ungesunder Ernährung. Da haben Sie natürlich auch eine Kommunikationsmöglichkeit, aber sehen Sie am Horizont, dass es dann eigentlich sowas gibt wie den pestizidfreien Label, pestizidfreie landwirtschaftliche Produkte, die dann doch zur großen Konkurrenz für Bio, für konsequent Bio werden könnten. Wenn Sie das vielleicht mit einbinden können, ich glaube, das wäre spannend. Das Thema ist grundsätzlich extrem spannend in meinen Augen. Denn wir müssen, sagen wir mal, zunächst mal klar sagen, was Frau Wiener gesagt hat, ja, wir lassen die Natur walten. Das ist zum Teil sehr schön, aber wir müssen auch sehen, wir haben eine Entwicklung über Jahrzehnte gehabt, die wir zurücksteuern müssen. Und wir können das nicht einfach einer Willkür hinterlassen. Also das ist zum einen mal, wir haben in den letzten Jahren schon eine gigantische Reduktion am Einsatz von Pestiziden erreicht. Und das Thema muss weiter voranschreiten, ganz klar. Und zwar synthetische Pestizide. Es gibt natürlich auch im ökologischen Landbau gibt es doch den Einsatz von entsprechenden Mitteln, die entsprechende Krankheiten auch behandeln. Deswegen, das darf man nicht außer Acht lassen. Aber was Sie jetzt angesprochen haben, inwieweit das, wenn man das auch von konventionell zu Bio sieht, ich glaube, dass das nicht in Konkurrenz steht, sondern ich glaube, dass der ökologische Landbau, wenn er sich entsprechend entwickeln kann, und das hoffe ich, und da kriegt er, glaube ich, auch die notwendige Unterstützung in der Zukunft, nicht nur in Deutschland, sondern auch europäisch und weltweit, wird in der Lage sein, dementsprechend ohne ein Label, ohne Pestizide, einfach nur aufgrund seiner Produktionsform dies ausreichend zu kommunizieren und auch den Verbrauchern eine gewisse Sicherheit für die Lebensmittel zu vermitteln. Das Thema Pestizide als solches, um nochmal drauf zurückzukommen, ja, wir müssen das anstreben, drastisch zurückzuführen im konventionellen Bereich. Wir müssen es wesentlich besser kontrolliert haben. Der Einzelhandel, das weiß ich, in den letzten 20 Jahren haben wir massiv daran gearbeitet, im konventionellen Bereich das zu reduzieren und besser zu kontrollieren, indem wir vertikale Kontrollsysteme etabliert haben. Trotzdem ist es nicht ausreichend. Und wir müssen daran arbeiten. Und die einzige Lösung dafür lautet definitiv ökologischer Landbau, weil hier die entsprechenden Rahmenbedingungen auch stehen und auch das Wissen existiert, wie man ohne diese synthetischen Pestizide produzieren kann. Nämlich das muss man auch erst noch mal lernen. Ja, vielen Dank. Die Bemühungen haben sicher Leute, die sich in der Branche beschäftigen, mitbekommen, Pestizide massiv zu reduzieren. Aber der Pestizideinsatz als solcher ist ja nicht nennenswert zurückgegangen. An manchen Stellen hoch und wir haben immer noch die giftigen, sehr giftigen Pestizide, wenn ich an bienengefährliche Pestizide denke, draußen. Tina, ich würde mich freuen, wenn du das auch vielleicht kurz beleuchten kannst, weil du ja für die Biobranche auch stehst und sprichst. Wächst da potenziell jetzt eine starke Konkurrenz, weil dann alle Bauern ja dann relativ grün oder deutlich grüner werden und ein wichtiges Kundeninteresse bedienen. Vielleicht auch noch, wenn du das mit einbauen kannst, wir sind ja hier im Land, wo Bayer, Monsanto, BASF zu Hause sind, die ja an dem alten Modell sehr, sehr viel Milliardenumsätze machen, viel Profit machen. Den Wind spürt ihr ja sicher hier in eurer Verbandsarbeit auch ganz besonders stark, wenn du das vielleicht auch kurz reflektieren könntest. Ja, gerne. Danke, lieber Bernhard. Ja, natürlich spürt man sehr deutlich, dass da ein großes, starkes Lobbyinteresse existiert, damit sich möglichst wenig am bestehenden System verändert. Und ja, wenn man Landwirte hört, die jetzt sagen, sie bringen nicht mehr als ein Schnapsglas im Jahr an Pestiziden auf ihre Äcker auf, dann hat man vielleicht die Menge an ausgebrachten Pestiziden reduziert. Aber den toxischen Effekt, den es hat auf unsere Artenvielfalt, sei es Pflanzen oder Tiere, der hat sich eigentlich in den Jahrzehnten der Forschung einfach nur erhöht. Und insofern ist das Problem mitnichten irgendwo geringer. Und ja, natürlich, wir müssen auf Pestizide
andere Sicht verzichten. Wir entziehen uns unsere Lebensgrundlage und entziehen einer Folgegeneration die Lebensgrundlage. So können wir nicht weiter wirtschaften. Das ist vollkommen klar. Nur wird es natürlich auch über Nacht funktionieren und man darf auch konventionelle Landwirtschaft an dieser Stelle nicht im Regen stehen lassen. Einfach nur zu sagen, ihr dürft nicht mehr wirklich reichen, sondern wir müssen tragfähige transitorische Systeme entwickeln hin zu einer ökologischen Landwirtschaft. Denn den Schritt wird auch nicht jeder sofort aus dem Sprung heraus machen können. Man muss das lernen. Tatsächlich muss auch ökologische Landwirtschaft sich noch weiterentwickeln können. Wir brauchen fundierte Forschung, damit wir zum Beispiel auch das wesentliche Gegenargument gegen Pestizidreduzierung, nämlich den Ertragsverlust, aushebeln können. Aus meiner Sicht haben wir sowieso kein richtiges Thema mit dem Ertragsverlust, wenn man bedenkt, dass vom Acker bis zum Teller fast 50% der Lebensmittel schlicht und ergreifend weggeworfen werden oder verfüttert werden. Dann muss ich mich jedes Mal ein bisschen wundern über diese Diskussion, denn wir haben dieses Problem nicht. Wir haben fehlgesteuerte Märkte, in denen wir Überschüsse aus Deutschland produziert, in Drittländer exportieren und dort Märkte kaputt machen. Aber das ist keine sinnvolle Landwirtschaft oder keine sinnvolle Lebensmittelwirtschaft, denn sie ist ja noch nicht mal wirtschaftlich an irgendeiner Stelle. Also ja, wir müssen vernünftige Wege dort hier entwickeln, wie wir ohne Pestizide, ohne systemisch wirkende, toxische Pestizide auskommen. Aber natürlich auch in der Landwirtschaft, in der ökologischen Landwirtschaft werden bestimmte Mittel eingesetzt, nur sie haben nicht die gleichen Effekte, das darf man nicht. Und wird das eine Konkurrenz? Ehrlich gesagt muss ich diese Frage immer aus zweierlei Perspektive beantworten, aus der Perspektive der Biohändlerin und aus Perspektive einer Frau mit kleinen Kindern, die in die Ökolandwirtschaft oder in die Öko-Lebensmittelwirtschaft eingetreten ist, auch tatsächlich zu versuchen, diesen Planeten ein Stück weit zu retten. Ich bin niemals nur Biohändlerin gewesen, sondern mein Ansinnen war, eine 100%ige ökologische Transformation der Lebensmittelwirtschaft. Und ich glaube, dass an jedem Punkt dieser Entwicklung es eine Speerspitze von Bio geben wird und geben muss. Bio muss sich immer weiterentwickeln, selbst wenn es Mainstream oder tatsächlich irgendwann mal 80-100% ökologische Erzeugung gibt, wird es immer Themen geben, die weiterentwickelt werden müssen. Es gibt soziale Themen in der Landwirtschaft, es gibt einfach noch immer wieder verstärkende Möglichkeiten im Artenschutz, im Tierschutz, im Tierwohl, mehr zu tun als das, was nur der Standard vorschreibt. Und es wird immer Unternehmen, Betriebe und Menschen geben, die diese Themen weiterentwickeln. Und somit werden wir auch immer eine Daseinsberechtigung für jede Form von ökologischer Produktion und Handel haben. Denn wenn man seine Sache sicher, richtig und wirklich fundiert machen möchte, dann gibt es immer Themen, in denen wir auch weiterkommen können und müssen. Wenn wir nur an das Thema Unverpackt denken, an das Thema von regionaler Versorgung, von kurzen Versorgungswegen und, dann gibt es weiterhin hervorragende Nischen für jeden, der sich profilieren will, das auch zu tun. Mir gehen persönlich als Unternehmen Ideen dafür überhaupt nicht aus. Ich habe eher zu wenig Zeit, um sie umzusetzen und vielleicht zu wenig Ressourcen und insofern da nochmal wieder den Schwenker zur Politik. Es wäre schön, wenn nachhaltig wirtschaften und in irgendeiner Form die Unterstützung bekämen, die sie brauchen, um konkurrenzfähig zu existieren. Um ein bisschen mehr das Verursacherprinzip wirken zu lassen und tatsächlich auch Kosten dort abzurufen oder zu verorten, wo sie entstehen und nicht die Last tatsächlich nur die Gesellschaft über eine couragierte Kaufentscheidung zu lassen. Ja, vielen Dank. Ich werde gerade deine Ausführungen am Ende nochmal in der Schlussrunde versuchen aufzugreifen, was so den Rahmen angeht und den politischen Rahmen. Ich fand es toll, quasi die Solidaritätsbekundung den konventionellen Landwirten gegenüber, die wir ja mitnehmen müssen. Also wir müssen die nicht mitnehmen, das klingt so arrogant. Die müssen mitmachen und die müssen auch eine Sicherheit bekommen, ein Vertrauen bekommen, dass der biologische Weg der richtige ist. Also wir müssen immer konventionell mitdenken und müssen da aufpassen, dass wir nicht zu sehr als Bio-Landwirtschaft dann abheben.
Ganz kurz noch eine Reaktion. Ja, Biolandbau muss immer die Speerspitze sein. Einfach um noch ein paar Stichworte reinzuwerfen. Es gibt ja ganz spannende Bewegungen. Regenerative Landwirtschaft wird definiert, also die noch weiter geht. Permakultur hat noch viel Potenzial ausgebaut zu werden. Agroforestry, die Verbindung von Forst. Also das sind ganz spannende Dinge. Ich glaube, wir müssen uns nicht sorgen, dass wir nicht immer im Frontsitz sitzen. Und wenn dann hinten viele mit grün Landwirtschaft machen, ist das prima. Ich möchte noch einen wichtigen Themenbereich ansprechen, für den wir auch ein bisschen Zeit haben, aber trotzdem vielleicht die Beiträge fokussiert halten. Markt. Wir haben gehört, Biolandbau ist schon ganz gut unterwegs. Nicht überall, in der Tat. Ich glaube, Irland hat 1% Biolandbau, aber wir haben das österreichische Beispiel gehört. Die sind schon knapp da, wo die EU in 9 Jahren sein will. Salzburg sogar 50%, in der Schweiz, Kanton Graubünden, glaube ich, 60% Bio. Burgenland, wo noch sehr viel Chemie im Weinbau vor allem eingesetzt wird und kein alpines Bergland ist, ist auf dem Weg 35 mit dem Ziel 50 und langfristig gedacht 100% Ziel. Wenn ich all das sehe und wenn ich diese Bewegung sehe und auch wenn ich die Zielerreichung der EU mal voraussetze, das heißt ja, wir brauchen auf dem Markt gespiegelt diese Umsatzanteile eigentlich höher, weil wir ja Dinge importieren, die wir hier gar nicht anbauen, ob das Kaffee, tropische Früchte sind und alles das. Das heißt, wir brauchen eigentlich einen Marktanteil von 30-40%. Da wäre die Einschätzung von euch allen interessant, natürlich ganz besonders von Herrn Lang. Deswegen würde ich Sie jetzt zum Auftakt bitten, das mal zu kompetieren. Kann da Globus dann mithalten? Oder ist die Branche, ist der Lebensmitteleinzelhandel in der Lage oder unterstützt er das und stellt sich darauf ein? 30-40% Marktanteile, was übrigens in Dänemark schon erkennbar ist. Dort sind die wichtigen Produkte wie Joghurt, wie Möhren bereits im Umsatzanteil komplett in der Nachfrage der dänischen Bevölkerung im Bereich von 50-60%. Ist das übertragbar? Aber ich glaube, das können alle kommentieren. Herr Lang. Ja, das ist nett, dass ich da zuerst dran war. Also zum einen mal, ich glaube, man sollte nicht Dänemark und Österreich mit Deutschland vergleichen. Dort, wo wir mit 8 Millionen, 9 Millionen Einwohner sind, das ist nicht zu vergleichen mit einer Wirtschaft, wo wir mit 80 Millionen Menschen leben. Und vor allen Dingen auch in der Form, wie wir leben. Die Thematik, ja, der Einzelhandel wird sich darauf einstellen und wir merken auch, dass die entsprechenden Entwicklungen stattfinden. Nur die Anteile, es ist immer sehr schwer, in Anteilen oder Prozenten zu rechnen. Sie müssen einfach auch unterscheiden, dass wir unterschiedliche Vertriebswege in Deutschland haben und generell im Einzelhandel. Das heißt also, wenn ich ein Unternehmen bin, das 4.000 Artikel im Vertrieb hat, ist es natürlich einfacher, entsprechend 30% Markt oder 30% Anteil vom ökologischen Landbau zu generieren. Habe ich hingegen 140.000 Artikel, wird es schon viel schwieriger. Und das muss man berücksichtigen. Aber ich glaube, dass wir grundsätzlich in der Lage sind, in Europa über den Einzelhandel, das sehe ich auch in Frankreich, das sehe ich auch in Spanien, das sehe ich auch in Deutschland, eine massive Ausweitung von ökologischen Produkten. Meine eigene Befürchtung, die ich nur habe, ist die Versorgungskette davor in der Lage, dies mit den Systemen, die zur Verfügung stehen, auch abzusichern. Und da ist einfach immer wieder, sagen wir mal, mit Vorsicht vorzugehen. Aber ich sehe es durchaus möglich, 30-40% in der Zukunft dort zu vermarkten. Ja, freut natürlich, diesen Optimismus zu hören. Das kultivieren wir gerne alle. Ich glaube, da haben wir auch einen Konsens in der Runde, dass es das lohnt und dass es machbar ist, dieses Ziel zu erreichen. Tina, wie beurteilst du das? Mit dem Markt? Ich halte das auch. Anteil. Ja, ja. Natürlich brauchen wir einen Pull-Effekt des Marktes. Für mich spielt da nicht nur der Einzelhandel eine Rolle. Ich sagte es vorhin schon einmal, es gibt den ganzen großen Sektor der Außerhausverpflegung, der öffentlichen Versorgung in Krankenhäusern, Altenheimen, Schulen etc. pp. Das sind keine zu vernachlässigenden Systeme, denn auch an dieser Stelle wird Geschmack gebildet und geprägt. Also wenn wir jetzt wissen, dass die Currywurst immer noch, dass eine Schnitzel, Sarah, nicht noch nie, an der ersten Stelle der Lieblingsgerichte in Kantinen steht, dann ist das bemerkenswert. Aber es wandelt sich auch. Eine junge Generation, wie ich vorhin schon mal sagte, ist vorwiegend fleischlos. Inzwischen haben
ohne Veggie Day vegane und vegetarische Produkte Einzug gehalten in die Kantinen. Doch da müssen wir Kompetenz aufbauen, sowohl bei den Verarbeitenden als auch bei den Konsumenten, den Rezipienten dieser anderen Ernährung. Und auch das wird eine Nachfrage dann im privaten Bereich mal erzeugen, die wir jetzt möglicherweise noch gar nicht. Ich bin davon überzeugt, dass unsere Systeme, unsere Handelssysteme das problemlos stemmen können. Natürlich ist die vorgelagerte Kette, Professor Lang, im Moment noch nicht darauf ausgerichtet, solche Mengen zu erzeugen, noch zu verarbeiten, noch logistisch zu verteilen. Aber wir müssen dafür sorgen, dass wir tatsächlich auch selber Erzeugerländer bleiben, die einen Großteil dieser Nachfrage decken können. Wie schnell die Verketten ins Wanken geraten, haben wir gerade erst drastisch und drastisch erlebt. Insofern, den Markt zu entwickeln, ist quasi ein Dogma, um auch tatsächlich die Erzeugung weiterzuentwickeln. Beides geht Hand in Hand. Ja, vielen Dank. Ich bin seit über 40 Jahren in der Biobewegung und die ganze Zeit hat sich der biologische Landbau eigentlich nur so entwickeln können, auch so dynamisch und zunehmend dynamisch, weil die Nachfrage immer den Pull-Effekt hatte. Es war immer Nachfrage gesteuert und das ist gut, aber das müssen wir weiter kultivieren, das brauchen wir. Bitte jetzt Sarah nochmal aus deiner Sicht. Du bist ja am Markt selbst sehr aktiv. Du hast einen tollen Hofladen, du verkaufst sehr viel direkt. Du hast also auch da eine Kompetenz und wir sind gespannt, wie du das beurteilst. Ich wollte noch etwas anmerken zu ökologischen Lebensmitteln versus konventionellen. Worüber wir noch nicht geredet haben, sind natürlich, dass es auch qualitative große Unterschiede gibt. Konventionell kann über 300 Zusatzstoffe enthalten. Bei EU-Bio sind es 54, bei Demeter, also Verbandsware, sind es sogar nur 15 Zusatzstoffe. Künstliche Aroma, naturidentische Aromastoffe sind verboten im ökologischen Anbau. Aber auch zum Beispiel die Menge beim Nitratpökelsalz haben wir in der Wurst bei konventionellen doppelt so viel Möglichkeit Gramm Einsatz als beim Bio-Lebensmittel, bei der Bio-Wurst. Also es gibt tatsächlich auch große qualitative Unterschiede zwischen Öko und konventionell und das müssen wir auch erzählen. Ich glaube, dass sehr viel Transparenz und sehr viel Aufklärungsarbeit beschaffen muss, um auch da eine Lanze zu brechen. Auf der anderen Seite den Handel zu betrachten, muss man sagen, diese monopolisierten Handelsstrukturen merken ja selber, dass sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Wenn der Supermarkt überall immer in Europa die gleichen Waren hat, eine Dutzendware, und wenn wir uns ehrlich sind, durch die Vielfalt, durch die Nivellierung und die Monopolisierung und Formatierung von einem Geschmack immer die kleinsten gemeinsamen Nenner hat, dann fragt man sich natürlich, welche Überlebensberechtigung sollten diese ganzen monopolisierten Handelsketten haben, die dann auch noch Bauern und die Produzenten unter Druck setzen. Wir sehen ja, dass sie angegriffen werden, das sieht man ja durch Covid, nicht durch den Biosektor, sondern durch das Internet. Ja, warum sollte ich mir etwas Normiertes kaufen und in irgendeinen Supermarkt gehen, wenn ich immer das gleiche Dutzend Ware irgendwie mir nach Hause bestellen kann? Man hat gesehen, dass das im Covid also immens zugenommen hat. Das heißt, der Handel hat noch ganz andere Probleme, als sich gegen Bio zu wehren. Ich glaube, was die Aufgabe ist, ist wirklich vielfältige Lebensmittel wieder zu machen. Viele kleine Produzenten, das ist natürlich mühsam für den Handel. Je größer du bist, desto formalistischer es geworden ist, desto eingefahrene Strukturen du hast, ist es natürlich extrem schwer, da irgendwie individualisiert zu agieren. Deswegen glaube ich, dass die Zukunft in der dezentralen Landwirtschaft mit dezentralen und speziellen Handelssystemen gilt. Aber es wird natürlich auch immer größere geben müssen. Und natürlich braucht es Mittelunternehmen. Das ist ja ganz klar. Nur ist das Verhältnis jetzt sehr unausbalanciert. Deswegen bin ich besonders froh, dass ich persönlich einen Paragraphen reinverhandelt habe in die Farm to Fork, die Forschung und Förderung für kleine regionale Lebensmittelhandwerker die Fahne hochhält und die fördern möchte und auch eine Forschung da haben möchte. Denn was uns fehlt, ist auch die Verteidigung von Qualität, sowas wie Farmschlachtung, wie dreistufig geführte Sauerteigbrot, das kaum jemand noch kann, kein Bäckermeister. Ich rede jetzt nicht von uns privat, sondern tatsächlich von den Handwerksmeistern,
die das kaum noch unterrichten. In der Lehre kommt das nicht vor. Da ist Marketing, da ist Computerprogramme und Zusatzstoffe wichtiger als tatsächlich traditionelles regionales Handwerk. Ich finde, das gilt es zu verteidigen. Und dann haben wir wieder auch ein Asset und dann hätte der Handel auch wieder ein Asset zu sagen, bei mir gibt es eben diese bestimmten guten einmaligen Lebensmittel und ich kann euch auch sagen, wer die hergestellt hat und woher sie kommen. Das muss unser Ziel sein, gesund und nachhaltig uns zu ernähren, damit wir auch gesund und nachhaltig die Mitwelt erfüllen. Es gilt ja nicht so sehr, das Klima zu retten, das Klima, so als müssten wir was Gutes zu tun, es gilt ja darum, uns selber zu retten. Das wäre ja fast schon ein Schlusswort. Wir kommen auch leider zum Ende des Podiums, weil jetzt sind wir an Themen, wo es wirklich lohnen würde, tiefer reinzugehen. Aber ich möchte für eine kurze Schlussrunde, und da gebe ich so eine Minute als Vorgabe mal, damit wir zeitig beenden können, bitten, es ist das Thema angesprochen worden oder die Relevanz des Wirtschaftssystems. Haben wir eigentlich das passende Wirtschaftssystem? Passt das Wirtschaftssystem, das wir haben, das auf Profit und Gier ausgerichtet ist, eigentlich rein, um ein Green Deal-Programm in der Konsequenz umzusetzen? Deswegen meine Einladung an euch alle, in einem kurzen, einminütigen Schlussstatement zu sagen, reicht es, neuen, sagen wir mal, Bio-Wein in alte Schläuche oder in Plastikfässer abzufüllen? Brauchen wir nicht da was rum? Ich gebe ein Stichwort mit rein, um was es mir geht. Sehr populär und gerade in der Biobranche sehr verbreitet ist die Gemeinwohlökonomie als Ansatz. Social Business, ganz viele Start-ups im ökologischen Lebensmittelbereich sind Social Business, also soziale Zielsetzungen des Unternehmens orientiert. Brauchen wir nicht sogar mehr wie nur eine Transformation zur grünen Lebensesskultur und Landwirtschaft? Da bin ich gespannt auf eure Schlussbemerkungen. Wir bleiben dann in der Reihenfolge. Herr Lang, würden Sie den Reigen eröffnen? Ich will es nicht ändern, sondern ich glaube, dass wir uns sehr wohl Gedanken machen müssen, wenn wir dieses Thema Green Deal ernst nehmen, ist es nicht nur ein Thema der Landwirtschaft, sondern es ist eine Grundsatzdebatte, die wir angehen müssen. Und da ist nicht nur Gemeinwohlökonomie und Social Business ein Thema, sondern gibt es viele unzählige Fragen, die neu zu betrachten sind. Und ich glaube, das ist auch für die nächsten 10, 15 Jahre eines der wichtigsten Themen in unserer Gesellschaft. Wie wollen wir sie zukünftig gestalten? Und das können wir sicherlich, kann dann ein Wirtschaftssystem, so wie wir es heute haben, müssen wir in Frage stellen und müssen uns überlegen, wie kann ein Wirtschaftssystem die Zukunft tragen? Vielen Dank. Ich darf nochmal an die 1-Minute-Vorgabe erinnern für die letzten zwei Beiträge. Sarah, kannst du vielleicht noch das Stichwort Wachstum, der Zwang zum Wachstum, der vermeintlich mit ein, der gehört ja da mit rein. Ja, der Zwang zum Wachstum ist ja eigentlich eine Wucherung. Wucherung ist ein Krankheitsbild. Also in der Natur gibt es ein Zurückziehen und wieder ein Austreiben. Insofern wissen wir ja, dass das der Zwang zum Wachstum wirklich alle auf Dauer umbringt, alle an die Wand stellt, wurscht, welcher Zweig das ist. Ich wollte aber noch eine Lösung sagen, die ganz kurz vorher auch angesprochen worden ist. Selber kochen. Also wenn Sie verzweifelt sind über diese 100.000 Herausforderungen, dann kann ich nur sagen, selber mit frischen, regionalen Grundzutaten zu kochen, am besten aus ökologischem Anbau. Jeder kann das machen, den Enkeln kochen beibringen, den Nachbarskindern teilnehmen und dadurch auch Kulturgut und eigene Identität bewahren. Damit fängt es an und das ist der Pfeiler unserer Existenz, so banal es klingt, selber kochen und sich gegen eine Normierung zu stemmen. Und dann kann man auch seinen eigenen Teller belegen, wie man möchte. Sonst wird man immer nur fremd gefüttert werden. Ja, das muss natürlich an der Stelle kommen. Ich freue mich. Und da kannst du ja genug Rezeptbücher liefern. Du hast ganz tolle Bücher, politische Rezeptbücher geschrieben, wo das alles in Verbindung gebracht wird, wie man Essen rettet etc. Wenn man also nicht weiß, was man selber kochen will, dann hast du ganz viel Anregung zu bieten. Ich freue mich, das Schlusswort für diese Runde an Tina reinzugeben. Ich denke, du kannst es auch auf den Punkt bringen. Ich werde es versuchen. Eine Minute wird mir dazu schwerfallen, denn immerhin bin ich Geschäftsführerin einer Genossenschaft, das heißt vom Grundsatz her ein anderes Wirtschaftssystem. Und ich bin davon überzeugt, dass die Aufgaben, die vor uns liegen, auch nur mit einer Transformation der Gesellschaft einhergehen können, wenn wir sie lösen wollen. Das heißt auch einen Umbau unseres Wirtschaftsdenkens, weg von dem kategorischen Imperativ der Gewinnmaximierung
und hin zu einem System, das innerhalb von planetaren Grenzen tatsächlich Menschen auch in den nächsten Jahrhunderte und über die Herausforderungen, die jetzt existieren, hinwegtragen kann. Wir brauchen eine Internalisierung externer Kosten in unsere Preise. Wir brauchen ein System von True Cost, wahren Kosten. Wir müssen die Mehrwerte, die nachhaltige Unternehmen erwirtschaften, in unsere Finanzbuchhaltung einbinden. Wir müssen nachhaltiges Wirtschaften tatsächlich auch lukrativ und interessant für die Wirtschaft machen und nicht weiterhin das Verursacherprinzip von Kosten ignorieren, wie wir es jetzt tun und auf den Steuerzahler abbilden. Er wird auch nicht unendlich bereit sein, für die dramatischen Folgekosten unserer falschen Wirtschaft aufzukommen, und das System wird es auch nicht tragen können. Das heißt, wir müssen dazu kommen, dass man sich tatsächlich vorher überlegt, welche Kosten man verursacht mit seinen Wirtschaftswegen, mit der Art und Weise, wie wir mit den Ressourcen unserer begrenzten, kleinen, wunderschönen umgehen. Wir haben gelernt, in globalen Grenzen zu denken. Die Grenzen sind uns aufgezeigt worden. Und ich glaube, wir haben eine wirkliche, ernsthafte Chance darin, unsere Gesellschaft zu transformieren, wenn wir sie von Grund an innerhalb dieser planetaren Grenzen denken. Wir haben hier auch Grenzen, nämlich Zeitgrenzen für die Session. Wir sind am Ende angekommen. Ich darf mich erstmal ganz herzlich für eure inspirierenden Beiträge und informativen Beiträge danken, dem Publikum natürlich auch. Green Deal hat einen Geschmack bei mir, der nicht so gut ankommt. Deal, das habe ich immer das Gefühl, da wird einer über den Tisch gezogen und einer macht den Deal, einer hat gewonnen. Wir müssen da ganz anders ran und vielleicht auch eine andere Begrifflichkeit finden. Ich glaube, wir brauchen eine gesellschaftliche Vereinbarung, wir brauchen einen gesellschaftlichen Vertrag, wo alle gewinnen, wo die Landwirte und Landwirtinnen, wo die Verbraucher, wo die lebensmittelverarbeitende Industrie, der Handel, wo alle ihren Nutzen ziehen, wo alle für eine bessere Welt hin agieren. Und in dem Sinn, grün muss es auf jeden Fall sein, jetzt nicht nur parteipolitisch gedacht, aber wir brauchen ein partnerschaftliches Zusammenkommen und gemeinsam können wir das auch schaffen. Vielen Dank auch an die Teilnehmer draußen in der Cyberspace World und euch nochmal einen Dank für eure Beiträge. Das Forum wird noch andere Themen ansprechen. Ich hoffe, da sind Sie dann auch wieder mit dabei. Vielen Dank auch meinerseits. Vielen Dank. Danke sehr. Thank you.